会長、この人の世は渡っちゃいけねえんだ。チーチー、じゃあ死に目に会えそうでよかったぜ、親父。Buongiorno meine kleinen Macaronis zu einem neuen One Piece Burning Blood Gameplay Video mit Marshall D. Teach alias Blackbeard gegen Whitebeard Edward Newgate. Ja, das vorerst letzte Gameplay. Die beiden, der schwarze Kaiser gegen den weißen Kaiser, kann man sagen. Und ja, Blackbeard ist ein Findencharakter mit Teufelskräften ohne Haki. Immer ein paar Knarren und was zum Saufen dabei. Er ist immer perfekt ausgerüstet. Und ich würde mal sagen, wir gucken uns an, was Teachy so drauf hat. Man muss sagen, für einen Findencharakter ist er echt stark. Also er haut ordentlich drauf. Und das muss jetzt leider weit mit ausbaden. Machen wir mal den Fernangriff. Batz. Und wenn wir jetzt auf den Suran angreifen, einmal richtig schnell draufhauen. Schon nice. So, machen wir mal den Abgrund. Einmal draufschießen. Okay. Böse. Und der massive Abwehrdurchbruch. Oi. Hochhauen und dann erstmal draufschießen. Ja, der gute nutzt gerne Pistolen. Wie ein richtiger Pirat. Ja. Oder so. Machen wir mal. Okay, als Fernangriff ist der. Also erstmal den Spezialangriff machen. Der hatte auch wieder irgendwas Besonderes. Ich guck mal kurz, warte mal. Wenn der Gegner mich bei dem normalen Spezialangriff oder beim Fernspezialangriff angreift, erleidet er ebenfalls Schaden. Das muss ich mal kurz ausprobieren. Warte mal kurz. Im Training. Naja, greif ich mal auf Easy an. Komm her, euer G. Ah, okay. Ah, cool. Wenn wir getroffen werden, kriegt der Gegner einfach Schaden und wir wälzen uns einmal kurz auf den Boden wie so eine fette Raupe. Hat jetzt gerade nicht geklappt und da kriege ich gerade voll aufs Maul. Finde ich bei Teachy gar nicht mal so schlimm. So, machen wir nochmal auf Combo, alles klar. Wir liegen am Boden und wälzen uns einfach im Schmerz. Interessant. Ansonsten macht das echt viel Damage, muss man sagen. Ist gar nicht mehr so schwach, also hey. Für den Findencharakter hat er echt Schmackes. So, kommen wir mal zu den Sprungangriffen. Normaler Angriff, drauf. Einmal draufhauen mit Schatten und einmal, ja, so treten und dann ein bisschen Finsternis erzeugen. Das Tolle ist, wie man sieht, wir hauen damit die Talentanzeige des Gegners weg. Ziemlich geil. Das ist wieder ziemlich findenreich hier. Und ja, machen wir mal Folgendes. Wir aktivieren mal unsere Logia und unsere Finsternis und springen einfach. Ja, wir rennen direkt auf den Gegner zu. Immer nur direkt auf den Gegner, das kann ich auch nicht beeinflussen. Interessant. Ist schon geil, wie das so auftaucht und dann langsam wieder weggeht. Das Gewaber ist irgendwie cool. So, ich muss noch kurz was nachschauen. Warte mal kurz. Alles klar. Gut. Machen wir mal seine Specials. Sein Seebeben, was er vom guten alten Mann geklaut hat. Können wir aufladen, wie man sieht. Okay. Bats. Ich mach mal normal, ne? Bams, einmal so. Wenn wir es aufladen, haut's so rein. Okay. Ich kann es jetzt immer wieder so aufladen lassen, aber wenn es einmal wusch gemacht hat, dann ist es, wie man sieht, stark genug. Da der Schaden geht bis zu diesem gerillten Goldstreifen bei der Lebensanzeige. Das ist der normale. Und das ist der einmal aufgeladene. Also wenn es einmal wusch macht, dann können wir loslassen. Dann hauen wir den maximalen Schaden mit dem Seebeben raus. Das ist schon mal relativ nice. Machen wir mal Kruse. Den dunklen Wirbel. Ja, okay. Ist so weit weg. Mal gucken, wie hoch ist die Reichweite. So, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir... Danke.
Aber den hier, wenn ich jetzt nochmal angreife, haut er ihn weg. Und wenn ich speziell angreife, dann stößt er ihn zurück. So, das Ganze machen wir nochmal. Anziehen, normal draufhauen. Gegner fliegt, wird im Boden gedrückt, fliegt nach oben weg. Und anziehen und speziell draufhauen. Gegner wird weggeschmissen. Macht gleich viel Damage, ist aber je nachdem, ob man was draufhauen möchte und ihn kurz weghaben will, relativ nice. Ich guck nochmal kurz was. Alles klar. Dann machen wir mal das Black Hole. Flupp. Das zwingt den Gegner zum Austauschen. Und ich glaube, da muss ich extra noch, warte mal kurz. Ich muss doch mal was machen. So, da sind wir wieder. Man hat eben gesehen, ich habe noch Ace mit reingeholt, was einen bestimmten Grund hat. Erstmal muss ich da durchprügeln, damit das Ding weg ist, die Waffe von Lil Oz Junior. Und dann muss ich einmal kurz aus Trotz da reinlaufen, weil ich dick bin. So. Das Black Hole zwingt den Gegner zum Auswechseln und der Charakter ist kurz verschwunden. Whitebeard ist gerade weg und bleibt jetzt auch so lange weg, bis ich nochmal Black Hole einsetze. Was? Ah ne, oder auch nicht. Okay. Er bleibt kurz weg. Ich mache das Ganze nochmal mit Ace. Verschwinde in der Finsternis. Und wenn ich jetzt die Befreiung mache... Okay, der Gegner bleibt trotzdem weg. Ich dachte, wir spucken ihn wieder aus, aber er ist einfach kurzzeitig nicht da. Okay, cool. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Was ich noch nicht gesagt habe ist, wenn wir den Gegner haben, ist natürlich seine Teufelskraft außer Kraft gesetzt, weil die Finsterfrucht negiert die Teufelskräfte anderer Teufelskraftnutzer, was echt stylisch ist. Er hat ja auch die außergewöhnlichste Logia, weil er kann sich nicht in sein eigenes Element verwandeln, weil er würde sich sonst selbst in sich selbst verschlingen quasi und dann wäre er einfach weg. Er zieht Angriffe magisch an, wegen der Schwerkraft, die durch die Finsterfrucht ausgeht, wie von einem... Danke für die Überleitung. Und ja, Angriffe auf ihn werden noch verstärkt, aber er ist ja sowieso, er hat sowieso einen sehr robusten Körper und sein Körper ist sowieso nicht ganz normal, wie es schon immer heißt. Und man weiß nicht, ob es irgendwas Besonderes ist, ob er noch irgendwas im Ärmel hat. Man weiß es nicht. Seine Ärmel sind ja auch recht groß und plump. Auf jeden Fall ist er mächtig und nicht schmächtig. Oh Mann. So, ja, haben wir die Specials gesehen. Dann geht es jetzt mal darum... Nochmal. Ja, ist ja gut, Mann. Ist gut. Ich möchte gerne... Whitebeard vor mir haben. Machen wir mal die Rebellion. Die Rebellion des Schrottes und der schwarzen Löcher. Ein schwarzes Loch, das zwickert. So, dann bearbeite ich mal den guten Alten, damit wir ein wunderschönes Special sehen können, weil das habe ich, glaube ich, selber noch nie gesehen, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ich irre mich da nicht. Geil! Ja, wie cool! Das war ja nice, sein Super Special, seine Explosions Special. Lässt den Gegner einfach genau wie das schwarze Loch kurz verschwinden, macht ordentlich Damage, holt den nächsten Charakter rein und gibt ihm auch nochmal Damage rein. Boah, das ist echt cool. Also, ich muss sagen, Blackbeard ist der einzige Finn-Charakter, der mich richtig begeistert. Voll nice. Und er ist stark. Er ist quasi ein Power-Finden-Charakter, kann man schon fast sagen. Jetzt können wir nochmal Ace ein bisschen bearbeiten. Bats. Nice, Alter. Das ist echt nice. Gefällt mir. Finde ich echt cool. Komm, machen wir noch einmal. Ja, jetzt kommt seine Zeit.
seine Ära. Wie heißt sein Special nochmal? Das gucken wir uns jetzt eben an. Stirb in der Dunkelheit. Passt ja. Yeah, yeah. Dann wollen wir ihn mal ein bisschen bearbeiten. Na komm, steh auf. Jetzt bist du dran. Okay, so sieht es aus, wenn wir das nicht irgendwie noch heranschrauben. Und er hatte immer noch... Ja, er musste sich immer noch die Brust halten. Nice, 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 nice. Dann würde ich mal sagen, beende ich jetzt dieses Gameplay. Hat mir echt gefallen, also Blackbeard. Erstmal richtig mit ihm gespielt. Und er ist echt cool, muss man sagen. Ist echt cool, ist immer noch ein Drecksack, aber cool. Ja, in dem Sinne... Arrivederci, meine kleinen Macaronis. Das waren's war es erst einmal für die Gameplays. Es sind ja keine Charaktere mehr über. Wenn Garb und Caesar irgendwann rauskommen, werde ich die natürlich auch zeigen, weil, hey, wenn, dann möchte ich hier wirklich ein komplettes Raster haben in der Playlist. Und, ja, in dem Sinne, Arrivederci, das waren erstmal die Gameplays. Wir sehen uns, morgen in einem Ankündigungsvideo wieder. Das halte ich schon lange zurück. Viel zu lange. Und ja, die Gameplays starten das nächste Mal, wenn ein neuer Charakter rauskommt. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns im Ankündigungsvideo wieder und in dem, was darauf noch alles folgt. Bin gespannt. Auf jeden Fall nochmal danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Burning Blood Video gleich morgen.